Die NSU-Monologen erzählen die Geschichten von Elif Kubaschik, Adile Şimşek, Ismail Yozgat und ihrem Kampf um die Wahrheit. Wir haben mit Frau Şimşek und Frau Kubaschik jeweils ein ganztägiges Interview geführt. Im Falle von Ismail Yozgat hat uns die Familie verschiedene Dokumente wie Gerichtsprotokolle oder öffentliche Reden anvertraut. Wir haben dann diese Texte genommen und lediglich verkürzt, verdichtet und verdichtet. Es ist wichtig zu erwähnen, dass wir nichts hinzuerfunden haben. Wir haben auch die sprachliche Ausdrucksweise dieser drei Personen beibehalten. Wir nennen das wortgetreues oder wortwörtliches Theater. Und wir ergänzen am Ende dieses 12-minütigen Ausschnittes dann die Darbietung durch ein ganz aktuelles, frisches Statement, was heute von Elif Kubaschik in München abgegeben wurde, zur Beendigung dann des Monologs. Ich heiße Elif Kubaschik. Nach Auffliegen des NSU hatte ich zunächst viele Interviews gegeben. Ich war mehrmals im Fernsehen, was mich sehr erschöpft hat. Aus diesem Grund hatte ich mich auch zurückgezogen. Aber ich werde diesen Kampf bis ans Ende nicht aufgeben. Es war nicht einfach für mich, mit der Person von der Bühne für Menschenrechte zu sprechen. Mir sind die Erinnerungen wieder hochgekommen. Ich möchte, dass die Leute verstehen, was passiert ist. Wie ungerecht das war, wie die Polizei vorgegangen ist. Was wir durchmachen müssen. Wie es uns geht. Im Dorf habe ich Mehmet kennengelernt. Wir waren 17. Ich wusste noch nicht, wer er war, aber wir haben uns gesehen und es war klar, wir mögen uns. Wir haben überhaupt nicht geredet. Wir haben uns nur angeschaut. Ein total anziehender Mensch. Dunkle Augenbrauen. Der schönste Mann im Dorf. 2-3 Monate ging das nur mit Schauen. Danach haben wir geredet. Wir haben uns ineinander verliebt. Er hatte viele Freunde. Es gab diese Dorfhäuser, da sind sie aufs Dach geklettert, haben getrunken, sich amüsiert, Gitarre gespielt. Am nächsten Morgen haben sich die Dorfbewohner beschwert, dass sie nicht schlafen konnten. Damals war es total unangemessen, wenn man sich in der Öffentlichkeit trifft oder Hand in Hand läuft. Die Familien haben gesagt, das geht nicht, ihr seid zu jung. Wir haben uns heimlich getroffen. Wenn ich zum Beispiel Baumwolle gesammelt habe auf dem Feld, dann habe ich das extra so gemacht, dass alle vor mir waren. Er kam dann zu mir und wir konnten versteckt reden oder man hat versucht, bestimmte Häuser zu finden, die nicht so belebt waren und hat sich in denen getroffen. Wir haben angefangen, uns nachts heimlich zu treffen. Einmal hat uns mein Vater erwischt. Mehmet ist zu meinem Vater. Ich liebe deine Tochter. Da musste man Mut haben. Wir haben dann geheiratet. Am 1. April. Mehmets Familie hatte große Ländereien. Mehmet hat die gesamte landwirtschaftliche Arbeit gemacht. Mehmet war sehr gutmütig. Immer wenn ihn irgendjemand gefragt hat, ob er etwas für ihn tut, hat er es sofort gemacht. Er hat unsere Arbeit einfach liegen lassen. Von außen sah Mehmet viel strenger aus. Er war viel, viel weicher als ich. 1984 kam Gamze zur Welt. Ich war 19. Mehmet hat geweint, als sie zur Welt kam. Dann musste Mehmet seinen Militärdienst antreten. Das Leben als Kurdin, als Alevitin. Erst mit 16, 17 habe ich angefangen zu begreifen. Das Militär machte ständig Razzien, schlug die Männer. Wenn wir Militärwagen gesehen haben, sind wir sofort zu den Männern, versteckt euch! Oft in die Weizenfelder oder Baumwollfelder. Ich weiß, dass sie geschlagen, misshandelt und gefoltert wurden. Mein Vater haben wir im Stall versteckt, zwischen den Kühen.
Einmal haben sie meinen Vater erwischt. Mehmet kam vom Militärdienst und die Familie hatte überlegt, was mit uns passieren soll. Die Familie von Mehmet hatte das Massaker von Marasch miterlebt gehabt. 1978 war das. Die hatten vor Augen, was mit uns passieren könnte. Sie waren nach dem Massaker nach Antep geflüchtet. Das Bild in der Zeitung vom Massaker von Marasch, da war die Tante von Mehmet drauf. Also Mehmet kam vom Militärdienst und die Familie hatte entschieden, ihr flüchtet ins Ausland. 1991 sind wir dann nach Deutschland gekommen, nach Dortmund. Ein Jahr lang haben wir im Asylheim gelebt. Das war eine schwierige Zeit. Was ist das eigentlich für ein Europa? Warum sind hier so viele Mauern, auch so viel Grau? Die Verwandten von Mehmet haben uns geholfen. Wir haben humanitären Aufenthalt bekommen, Februar 92. Man bekommt plötzlich Mut. Ein Leben ohne Angst, in Freiheit. Das Gefühl stellt sich ein, wir werden in einer Stadt wohnen, wo wir in Sicherheit sind. 1994 ist Ergün geboren worden. Du kannst die Sprache nicht. Ich habe immer als Aushilfe gearbeitet. Einige Jahre später hatte Mehmet einen Schlaganfall. Da war klar, dass er schwere Arbeit nicht ausführen konnte. Er hat gesagt, ich kann doch nicht rumsitzen. Er hat einen Kiosk aufgemacht. Gamze half immer aus. Wenn ich morgens den Laden aufgemacht habe, dann kamen auch Freunde. Wir haben zusammen Tee getrunken, uns unterhalten. Wenn Kinder kamen und für 1 Euro irgendetwas gekauft haben, dann gab er mit Sicherheit irgendetwas dazu, was 50 Cent war. Der Druck war weg. Mehmet hatte seine Arbeit, das war das Schöne. Das Schwierige war, dass wir so lange Arbeitszeiten hatten. 2000 wurde Mert geboren. Mehmet hat sich auch um die Kinder gekümmert. Wenn ich im Laden war, dann ist Mehmet nach Hause gegangen und hat sich um die Kinder gekümmert und umgekehrt. Mehmet liebte Fußball. Spiele sich anzuschauen. Er hat einen ganz großen Fernseher gekauft. Und wie die so sind bei Fußballspielen, mal schreien sie, mal sind sie an der Decke. Alle, in der ganzen Nachbarschaft, jeder trägt einen Schal. Er hat sich Dortmund angeschaut. Aber er war auch Fenerbahce-Fan und ich dachte immer nur, es ist ein Ball. Es ist einfach nur ein Ball. Was einen aneinander bindet. Gegenseitige Ehrlichkeit, Offenheit, Sicherheit, so eine Wärme. Er stand zu mir. Wenn du das Vertrauen des anderen gewonnen hast und er hat dein Vertrauen gewonnen, das bindet. Was ich mit Mehmet erlebt habe, hat mich stark und selbstbewusst gemacht. Ergün zum Beispiel hat alles Mögliche angestellt. Ich habe ihm dann so ein paar Klapse gegeben. Einmal hat Mehmet das gesehen und er hat gesagt, du wiederholst das, was du in deiner Familie erlebt hast. Nachdem er mit mir gesprochen hat, habe ich das nie wieder gemacht. Das war ein einschneidendes Erlebnis. Wenn Mehmet nach Hause kam und ich war nebenan in der Küche, das Erste, was er zu den Kindern gesagt hat, war, wo ist eure Mutter? Und ich schrie dann, ich bin nirgendwohin. Wir hatten gefrühstückt. Sesamringe und Tee. So 9.40 Uhr bin ich raus, um zu meiner Schwester zu gehen. Eine Nachbarin hat mich angerufen, ob ich nicht mal zum Laden gehen wollte. Ich habe Polizeiautos gesehen. Sie haben mich direkt in den Rettungswagen gebracht. Ich sah Gamze, sie zitterte am ganzen Leib, ich habe sie geschüttelt.
Der Mann im Rettungswagen hat mir direkt ins Gesicht gesagt: Ihr Mann ist in den Kopf geschossen worden. Danach bin ich durchgedreht. Ich habe den Mann umgeschubst. Ich habe sehr gekämpft, dass sie uns rauslassen. Der ganze Rettungswagen hat geschaukelt wie eine Wiege. Ich wusste nicht mehr, was ich tat. Ich habe darauf bestanden, Mehmet sehen zu dürfen, weil ich es nicht geglaubt habe. Es war nicht zu ertragen. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze, strange fruits hanging on the poplar. Pastoral scenes of the gallant sound, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh, and the sun smell of birds. Die Polizei hat mich und Gamze vernommen. 5, 6 Stunden. Die Polizisten kamen, sie sind mit Hunden gekommen. Sie haben den Keller, das Auto, alles durchsucht. Sie haben so Staubpartikelproben genommen. Ich habe das auch alles erlaubt, weil ich wollte, dass alles so schnell wie möglich ans Tageslicht kommt. Sie haben Fingerabdrücke genommen, DNAs. Wir haben Mehmets Leichnam genommen und sind in die Türkei. Das war wie der Untergang. Mehmets Mutter hatte einen Herzinfarkt. Als wir in der Türkei waren, hat die Polizei angefangen, alle Nachbarn und Bekannten zu befragen, ob Mehmet etwas mit Frauen verloren hat, ob er Kontakte zur Mafia hatte. Nachdem wir zurück waren, sind die Polizisten gekommen. Diesmal habe ich sie nicht in die Wohnung gelassen. Was habt ihr bisher getan? Ich war fast jeden Tag bei der Polizei. Alle Journalisten haben im Grunde genommen das Gleiche gesagt. Am Anfang konnte man immer türkische Mafia lesen. Indem man mit den Hunden die Wohnung durchsucht hatte, war der Stempel aufgedrückt worden. Und dann haben sie versucht, das Gamze unterzuschieben. Gamze würde ja einen Jungen lieben und Mehmet hätte diesen Jungen geschlagen. Und um sich zu rächen, hätten die Mehmet umgebracht. Die Polizei ging davon aus, weil wir ja aus dem Osten kommen, gibt es ja Blutfäden. Gamze hat erzählt, man hat zu ihr gesagt, soll die Tochter doch verrecken wie der Vater, der den armen Kindern Drogen verkauft hat. Ein Nachbar hat gesagt, dass Mehmet mit solchen Dingen nie zu tun hatte. Dem ist von der Polizei gesagt worden, dass Mehmet sehr wohl mit solchen Dingen zu tun hatte. Wir sind zusammengebrochen. In den ersten Jahren bin ich um 6, 7 Uhr morgens raus, um heimlich einkaufen zu gehen. Gamze ging ein ganzes Jahr lang nicht aus dem Haus. Sie hat ihre Ausbildung abgebrochen. Die Jungs gingen nicht mehr raus. Ergün hatte Probleme in der Schule. Er blieb ein Jahr lang sitzen. Eine Nachbarin hat uns erzählt, sie hatte 2 Personen gesehen. Sie wollte sich Zigaretten holen.
Die Person haben sehr feindselig ausgesehen, deswegen hat sie die Straßenseite gewechselt. Sie hat gedacht, sie könnte sich ja später die Zigaretten holen. Nach 5 oder 10 Minuten muss der Mord begangen worden sein. Sie sagt bei der Polizei aus, sie macht Phantombilder. Sie hat der Polizei gesagt, das waren Junkies oder Nazis. Die Nachbarin hat erzählt, die Polizisten hätten nur Junkies aufgenommen, nicht Nazis. Man weiß, es gibt keine Feindschaften innerhalb der Familie. Man sieht sich die anderen Toten an und sieht überhaupt keine Verbindung mit sich selbst. Und man sieht, dass niemand gefasst wurde. Da fragt man sich, was los ist. Die Polizei war bei uns zu Hause. Da habe ich ihnen gesagt, es waren ausländerfeindliche Leute. Sie glaubten uns nicht. An einem Tag sind 2 Polizisten gekommen. Sie hatten eine Tüte dabei. Es ist schwer zu erzählen, was in dem Moment passiert ist. In der Tüte waren 2 Ringe und eine Uhr von Mehmet. Da war noch Blut drauf. Sie hatten es nicht einmal gewaschen. Es war 2008. Von den Geräuschen her hatte man das Gefühl, eine Bombe sei hochgegangen. Ein handgroßer Stein war in die Wohnung geworfen worden. Die Kinder waren in ihren Zimmern. Gamse hat die Polizei angerufen. Der Polizist hat gesagt, das waren bestimmt die Straßenkinder. Wir hatten totale Angst. Wenn ich ein Geräusch gehört habe, dann habe ich geschrien. Es ging uns finanziell schlecht. Weil ich nicht wollte, dass die Kinder den Kopf hängen lassen, habe ich mich sehr bemüht. Es war der 3. September 2011. Überall waren Barrieren aufgestellt. Nazis machten einen Marsch. Und dann sind wir den Leuten begegnet, die Stiefel anhatten. Ich wurde von so einem Zittern erfasst, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und dann hörten wir, wie sie Parolen gerufen haben. Ein Nachbar hat ganz laut türkische Musik eingeschaltet. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen der Polizei und dem Nachbarn. Die Nazis gingen auf der Straße direkt vor dem Laden, so als würden die sagen, wir können das, euch umbringen und dann so hier laufen. Ich war so wütend auf die Polizisten. Wie könnt ihr so etwas zulassen? Zu einer Nachbarin habe ich gesagt, meinst du, die Mehmet umgebracht haben, könnten unter denen sein? Und dann 2011, jahrelang, wurde etwas behauptet und dann kam raus, es ist nicht so. Am 23. Februar 2012 hat uns Frau Bundeskanzlerin Merkel zu einer Gedenkveranstaltung nach Berlin eingeladen, alle Familienangehörigen. Bei dieser Gedenkveranstaltung waren viele Familien da. Jeder kam zu uns, auch viele Politiker. Sie haben uns versprochen, etwas zu machen. Da hat auch Merkel gesprochen. Merkel hat uns ein Versprechen abgegeben. Ich habe Merkel gesagt, es geht um eure Ehre. Sie hat uns versprochen, dass die Sache aufgeklärt wird. Aufklärung ist wichtig. Es ist nicht so, dass sie den Schmerz mindert. Aber du kannst ein wenig zur Ruhe kommen. Es geht darum, dass die Menschen verstehen, was passiert ist. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck. For
to rot, for the trees to drop. Here is a strange and bitter cry. Okay. I got it. Elif Kubaschik vor wenigen Stunden. Vielen Dank an das Gericht. Vielen Dank, dass Sie mir einen weiteren schweren Schlag versetzt haben. Und zwar einen Schlag mit den niedrigen Strafen, insbesondere für Emminger und Wohllieben. Einen Schlag mit dieser Ermutigung, weitere Ermutigungen der Nazi-Szene, mit der ich mich in Dortmund fast alltäglich auseinandersetzen muss und der ich dort alltäglich in irgendeiner Form gegenübertreten muss. Vielen Dank an das Gericht für die Aussage, dass die Polizei, die Sicherheitsbehörden nach dem Untertauchen nichts davon hätten wissen können, dass der NSU sich im Untergrund befand. Vielen Dank auch für diese Aussage, die mir unfassbar scheint angesichts dessen, was hier im Gerichtsverfahren und in den Untersuchungsausschüssen hervorgekommen ist. Ich, Elif Kubaschik, reagiere hier in vollkommenem Unverständnis auf diese Art des Urteils.